Livestream wird vorbereitet. Wir sind Genau. live. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes in der bewährten Kompetenzrunde mit unserem Pferdephysiotherapeuten Chris Debski. Einen schönen guten Abend, ihr alle. Meinem lieben Mann Wolfgang Krischke. Einen schönen guten Abend, alle. Honigkuchenpferd. Und meiner Wenigkeit Christine Krischke. Und wir haben euch ein Thema vor den Latz geknallt, nämlich überfordern, unterfordern, Timing in der Ausbildung. Solche Themen fallen uns immer spontan ein und dann geben wir euch die und meist so irgendwann am Sonntag. Und den Sonntagabend und den Montag habt ihr Zeit, uns dazu Fragen zu stellen. Und am Dienstag, meist mittags rum, nehme ich mir die und setze mich dann 2, 3 Stunden hin, sortiere die, kürze die ein und bringe sie in eine Form, über die wir ein oder 2 Dienstage mit euch reden. Letzte Woche mussten wir leider ausfallen lassen. Ja, wir haben Pferde bekommen. Wir haben Pferde bekommen, Nachwuchspferde, und kamen genau in dieser Uhrzeit an aus dem Ausland, und das dauerte halt. Sollten eigentlich schon vorher da sein und dann Ja. verspätete sich das immer mehr und dann haben wir gesagt, komm, dann sagen wir, was es zu knapp wird und es wurde tatsächlich zu knapp. Okay, lass uns loslegen. Unsere liebe Freundin Jenny Dreest und mehrere andere, nämlich Caro Kenatz, Kaya Stürnberg, Iris Gottschalk und Dietgard Lindner, wollen eigentlich wissen, an welchen Merkmalen man Über- und Unterforderung festmacht. Jenny sagt dazu, bei meinem letzten Besuch bei euch habe ich Wolfgang gefragt, ob ich meinem Quarter mit dieser Art von Arbeit in der Reitkunst überfordere. Er meinte, dass ich mein Pferd damit unterfordere. Also, an welchen Merkmalen macht ihr Über- oder Unterforderung fest? Fangen wir mit der Überforderung mal an. Das kann sich in zweierlei Arten äußern. Häufig, indem die Pferde nervös werden, kuckig werden, klebrig sind und so weiter und so weiter. Und es gibt aber auch welche, die bleiben stehen. Das sind aber bei der Überforderung tatsächlich eher die Ausnahmen, die wirklich einfrieren. Die meisten, da ist es dann einfach so. Die kommen mit der Aufgabe nicht klar und geraten aus dem Gleichgewicht, körperlich und geistig. Ja, ich denke, es gibt eine geistige Überforderung und eine körperliche Ja, Überforderung. Ne? Also also. wenn wir es jetzt mal aufsplitten und sagen, jetzt geht es erstmal um Überforderung, was wäre denn eine körperliche Überforderung? Mit einem nicht vorbereiteten Pferd 45 Kilometer Distanzritt machen oder mal eben am Springlehrgang teilnehmen mit einem Pferd, das das nicht kennt? Naja, wenn wir jetzt mal bei uns hier bleiben, ist es eben zum Beispiel, dass du mit einem Pferd, das noch nicht im Gleichgewicht ist, körperlich noch nicht im Gleichgewicht ist, somit ist es auch seelisch nicht im Gleichgewicht, ja, das ist immer zusammen. Zum Beispiel mit dem zu früh die Piaffe üben. Und bei der Piaffe das Pferd auch überfordern, indem man zu schnell, zu forsch vorangeht. Das ist eigentlich immer, wenn ich Auswärtskurse habe, auch ganz häufig bei meinen Weak-Students. Wenn die sich bewerben, auf dem Bogen steht dann ja und Arbeit an der Piaffe. Und zu 50% kann ich einfach aus meiner Erfahrung sagen, ich gehe da nicht dran an das Thema, weil die Pferde Die nicht so sind noch weit, nicht so die weit. sind noch nicht so weit. Denn, Entweder körperlich oder geistig. ja, denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Pferd, das geistig noch nicht so weit ist, dass ich nicht wirklich abstellen kann, ich will es an einem Beispiel festmachen, Piaffe, ich kann es noch nicht richtig abstellen, es kann nicht richtig stille stehen, es ruht nicht in sich selber. Ja, wenn ich dem die Piaffe beibringe, dann lernt es ja erstmal zappeln auf Kommando. Mehr ist es ja nicht. Ja, leider, häufig. Und dann lernt das Pferd das Zappeln. Und dann fangen die Leute an, das Pferd mit Streicheln zu beruhigen. Und was machen sie dabei? Sie bestätigen das Pferd beim Zappeln. Und dann hast du nachher so einen Zappelapparat, den kannst du nicht mehr abstellen. Der zappelt auf dem Anhänger, der zappelt am Anbinder, der zappelt überall. Piaffen sind das nicht. Das Hat ist sich ein Ventil für den Stress gesucht. ja, und das ist zum Beispiel eine Sache der Überforderung. Weil die Piaffe, wenn man das nicht richtig macht, die setzt einen sehr hohen Stresspegel aus, und das ist so eine Sache der Überforderung. Andere Sachen der Überforderung sind zum Beispiel zu früh galoppieren. Das Pferd ist noch gar nicht körperlich im Gleichgewicht. Das kann es gar nicht. Ja? Es kann wirklich noch nicht das Gleichgewicht halten. Wir fangen an zu galoppieren. Da hast du dann zwei Sorten Pferde. Die einen fangen an zu traben und rennen im Trab wie die Bekloppten, weil sie sich nicht trauen zu galoppieren.
reißen den Kopf hoch, schwenken den Kopf nach außen auf den Zirkel. Das Ganze wird Chaos und wenn ein Galopp bei rauskommt, kommt garantiert Außen- oder Kreuzgalopp. So, und manchmal hast du auch die Pferde, die sagen, nee, ich mache gar nicht, ich bleibe dann da stehen, weil das ist mir zu gefährlich. Das sind auch wieder die Ausnahmen, ja, aber es ist auch wieder eine Sache der Überforderung. Jetzt sagt ihr noch mal was zur Überforderung, dann gehen wir mal an die Unterforderung ran. Jetzt gehen wir nochmal an die seelische Überforderung, denn das, was du sagst, entweder rennen oder gefrieren, ist eigentlich eine Stressantwort. Also das ist, Ja, wenn natürlich. Sie in freier Wildbahn bedroht werden und akut Stress bekommen, entscheiden Sie sich entweder zu kämpfen oder zu fliehen oder Sie frieren ein und stellen sich tot. Also im Sinne von, ne? Bewegen sich nicht und versuchen. Wer das macht in Also der Natur, in der Gefahr, ist ja schon tot. Wer ein, gefrieren? ja. Nicht zwangsläufig. Wenn der Wolf kommt, der wartet nur drauf. Ja, gut, weil er die auch riecht. Ja, Ja. der wartet nur, dass einer stehen bleibt. Das ist das leichteste Essen. Ein kleiner Snack für zwischendurch diese Woche. Okay, aber das sind die bekannten Stressantworten. Das heißt, ich habe vorher schon einen psychischen Stress ausgeübt und bekomme jetzt die Antwort darauf. Und das, also Pferd seelisch zu überfordern, geht bedauerlicherweise ziemlich schnell. Ja. Weil wir eben unterschiedliche Sprachen sprechen. Wir sprechen Mensch, das Pferd spricht Pferd. Und ich kann das Pferd nur versuchen zu verstehen, also seine Antwort zur Hast du einen Chat Kenntnis zu unten nehmen. drin? Können wir den sehen? Kann ich, da muss ich Ja. mal den Unfall Ja. wegtun. Ja, also seelisch über. Aber da kommen wir noch ein bisschen genauer drauf ein. Chris, du bist Ja. natürlich. Ich habe noch ein Beispiel, was ich relativ häufig sehe oder auch selber in diese Falle schon getappt bin. Muskuläre Überforderung bei geistiger Unterforderung. Leute, die sich mit Reitkunst beschäftigen und auch an unser nächstes Seminarthema Seitengänge kommen, fangen irgendwann an, durch die Seitengänge ihre Pferde so langsam zu bekommen, dass sie nur noch langsam unterwegs sind, nur noch schief krumm unterwegs sind, weil meistens kommt nämlich kein guter Seitengang bei rum, aber dieses Krumme bremst halt auch aus und sie sind so untertourig unterwegs, dass eigentlich jegliche Möglichkeit weiterzukommen, selbst genommen worden ist. Manchmal kommt noch ein bisschen Angst beim Reiter dazu, weil man sagt, hey, jetzt habe ich endlich ein Tempo gefunden, da brauche ich keine Angst mehr haben, egal wie die gerade drauf sind. Und so bleibe ich in dieser untertourigen, viel zu langsam, aber durchaus muskulär beanspruchten Pseudoversammlung unterwegs. Und das tut dem Körper überhaupt nicht gut. Weil ich das relativ lang machen kann. Das betrifft jetzt nicht unbedingt so viele Leute, die jetzt so bei uns in den Dann noch Intensivkursen anders. unterwegs sind, weil die gar nicht so lange die Pferde reiten. Aber es gibt ja halt immer noch so die Regel, so gute Reitstunde muss halt 45 bis 60 Minuten dauern. Und dann sind die halt in dieser geistigen Unterforderung auf einem Zirkel oder zwei Zirkeln dann unterwegs, die Halle abzumessen, in Tempo 2 km/h so ungefähr gefühlt. Das ist anspruchsvoll, was den Körper angeht, weil das immer wieder in so Pseudopiaffen endet und Überversammlung oder vielleicht kommen halt auch noch so Ideen von Lektionen auf der Stelle dazu, aber mehr passiert da nicht. Da kommt also kein wirklich guter Trab mehr bei rum, da kommt kein Galopp mehr bei rum und das ist überhaupt nicht mehr spannend für die Pferde. Die sind eigentlich gelangweilt, beziehungsweise sind da in so einer hoffnungslosen, wie man sagen, da so einer Unterforderung, Andacht. haben sich mit dem auch abgefunden und sagen, okay, ja, ist so ein Nicht-Angriffspakt zwischen Reiter und Pferd. Und da sind die so gefangen drin. Ne? Ja. Aber durchaus halt manchmal, wenn es sehr lange dauert, körperlich anspruchsvoll. Ja, das ist leider tatsächlich eine der häufigsten Unterforderungen, was du gerade geschildert hast, was wir haben. Zu lange, zu viel Seitengang, nur noch Tragkraft, keine Schubkraft mehr. Und dann rosten die auch fast ein, weil die Muskeln gar nicht mehr so richtig zum Dehnen kommen bei der ganzen Geschichte. Ja, die Und laufen dann nur noch quer, ne? Die sind nicht ja, mehr. und das Hirn sagt dann auch irgendwann geht nicht mehr, will Ja, nicht oder in mehr. der Handarbeit ist das nur noch so ein Stolpern, ne? Also Ja. Mensch und Pferd stolpern von einer krummen Geschichte in die nächste krumme Geschichte. Jo, dann kommen wir mal zum Unterfordern. Wolfgang, könntest du Ich bitte muss kurz? einmal das ganz kurz machen. Ich muss noch mal kurz. Ja, Wir ja. haben ja zusätzlich draußen leider noch einen kleinen Lehrgang laufen Ja. für unsere Leute. Ja. Wir. Unterforderung, auch die gibt es körperlich und die gibt es geistig. Wobei die körperliche Unterforderung, da haben mir die Leute immer viel zu viel Angst vor.
Die denken, sie sind dafür verantwortlich, die Gelenkflüssigkeit in den Gelenken ihrer Pferde jeden Tag ins Fließen zu bringen, ihre Pferde diätgerecht zu sportlich zu ertüchtigen und die Lungen richtig zu belüften. Und was ich da alles so höre, wofür Menschen sich alles verantwortlich fühlen, obwohl ihr Pferd, sage ich mal, artgerecht gehalten wird und frische Luft genießen kann. Du drückst mit deinen Füßen. Also körperliche Unterforderung finde ich persönlich, sehe ich seltener, aber geistige Unterforderung, die ist ein richtiger Knebel für die Pferde. Wenn sie immer wieder an der gleichen Baustelle genörgelt werden, gequengelt, genörgelt, nicht wirklich gelobt, keine Erfolgserlebnisse bekommen und diese Deutschklausur oder nicht Klausur, dieses kleine Diktat, zweite Klasse Diktat, der Baum ist groß, das schreiben müssen bis in die 12. Klasse und immer wieder mit einer Note 2, 2 plus. Die sind ja nicht in die So. 12. Klasse gekommen. Sie haben die zweite Klasse 12-mal gemacht. Genau, das So. meine ich. Also nicht gefördert werden, das Ja. ist sehr, sehr zermürbend für Pferde. Und die können da tatsächlich psychosomatisch krank von werden, wenn man sie geistig unterfordert und nicht versteht. Die Ursina Riedmann fragt, was ist schlimmer, Unter- oder Überforderung? Kann beides gleich schlimm sein. Kommt auch Kann aufs Pferd gleich an, ne? sein. Also was ich für einen Charakter von Pferd habe, ne? Ja. Also ich sag mal, ein sehr intelligentes Pferd ist vielleicht als schneller geistig überfordert, schrägstrich unterfordert, als ein vielleicht sehr genügsames, was sagt auch, oh, ne? Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja, aber Also, Überforderung hat Traumapotenzial, ne? ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt ein Pferd hast, das überfordert ist und du selber da gar nicht mit umgehen kannst, dann ist natürlich das überforderte Pferd manchmal gefährlich, das unterforderte nicht. Das muss man so sehen. Ja, die können gefährlich an der Hand sein, die können auch gefährlich unterm Sattel sein. Das kann bis zum Steigen und zum Buckeln gehen, die ganze Geschichte. Zum Losreißen und so weiter und so weiter. Ja, doch, doch, die Überforderung ist sicherlich der gefährlichere Part. Die Unterforderung, die ist nur in der Form gefährlich fürs Pferd, weil es tatsächlich dabei auch krank werden kann. Ja, Ja, psychisch psychosomatisch oder kann auch körperlich krank werden werden. kann. Ja, Ja. mir fällt gerade noch was ein, was bei vielen Pferden, gerade weil du die Hand und die Händelbarkeit da auch nennst, viele Pferde sind natürlich auch durch geistige Unterforderung mit der Umwelt und dem Menschen überfordert. Ne? Also, dass die an der Hand gar nicht händelbar sind. Die kriegst du nicht vom Paddock runter, die kriegst du nicht aus der Box raus, die kriegst du nicht in die Box rein. Auf den Hänger schauen wir gar nicht. Gerade das Thema Hänger sind oft so Spielchen, na, ich versuche jetzt seit 4 Stunden zu verladen. Und solche Sachen, ne, und mit Hengstkette und allem drum und dran kommt das brave Pony nicht mehr auf den Hänger drauf. Ne? Ja, weiter. Micky Riemann, habt ihr schon mal erlebt, dass man ein Pferd mit einem zu starken inneren Bild überfordern konnte? Oh ja, Oh ja, oh ja. das ist die Psychoklemme. Ja, Ja. das kann. Brauchen wir keine Beispiele für machen? Jawohl, die Bilder müssen momentgerecht gemalt werden, wenn wir von inneren Bildern sprechen. Und nachlassen, wenn das Ergebnis sich andeutet. Ja, Mit also wenig zufrieden da sind geben wir können, wieder ne? bei dieses innere Bild. Was wir da zwar malen, ist ja das eine, aber dann kommt ja auch der Wille von uns dazu, der dann sagt, ich setze das jetzt auch noch durch. Und das Pferd ist nicht so weit, dann hast du nämlich die Überforderung. Das ist tatsächlich die Überforderung. Ja, wenn da auf einmal sehr, sehr momentan auf einmal so ein starker Wille, wo rechts und links kein Platz mehr ist, so das möchte ich jetzt haben, um Gottes Willen, ja. Das kann ganz schön schwierig werden für ihn, je nach Charakter. Marianne Lutsch, wenn ein Pferd immer wieder Lektionen vorwegnimmt, ist das eher ein Zeichen von Unterforderung oder Überforderung? Das ist ein Zeichen nicht von Unterforderung. Unterfordern heißt ja, das Pferd weiß ja gar nicht, was es machen soll. Das ist immer von Überforderung, dass wir Dinge schon mal angefordert oder angefragt haben oder die vielleicht mal aus Versehen passiert sind. Und dann wurde, was ich immer so schön sage, sich zu doll gefreut. Das Pferd merkt ganz genau, wenn wir lachen. Und das Pferd merkt auch, wenn die draußen an der Bande lachen. Ja?
Ein kleines Beispiel, ihr übt stille Stehen, das Pferd hat gerade spanischen Schritt gelernt, es steht auf der Stelle und kratzt. Alle lachen. Ha, das hat er gestern gerade erst gelernt. Ah, toll. Das Pferd kriegt ein Feedback und sagt, okay, wenn ich kratze, kriege ich ein Feedback. Und Mutti steckt auch noch ein Leckerli rein, damit er stille steht. Was hat sie gemacht? Hat das Kratzen belohnt. So, und das, dem Moment, wo das Pferd dann nicht mehr kratzen soll, ist es schon überfordert, weil es ja eigentlich dafür belohnt worden ist. Das ist eine falsche Programmierung. Das ist jetzt beim spannenden Schritt ganz einfach. Aber Ich habe noch andere, ein komplexeres ja, Beispiel. oder Wenn ich was manchmal auch da, passiert, ist mit der ja. Piaffe und das Pferd macht ein Steigerchen. Oh, mein Pferd kann Levade. Ich höre das immer Levade, Levade. Leute, Levade ist eine Arbeit, das dauert Jahre. Da wird das Pferd nicht größer, da wird das Pferd kleiner. Eine Das Mordsarbeit. ist Da nicht geht es nur so Bauch, weit das hinten ist in die nicht Hanken nur. runter, es wird deutlich kleiner, als es im Stehen ist. So, und dann heißt es immer, mein Pferd macht Levade, und sie belohnen diese Steigen und merken gar nicht, dass das Pferd bei jeder Piaffe irgendwo so ein Heberchen macht. Solange es das nur am Boden macht, wenn keiner drauf sitzt, ist ja schön. Wenn es aber vielleicht noch gar nicht im Gleichgewicht ist und nachher macht es das unterm Sattel und es hebt sich zu hoch oder Frauchen kriegt Angst und zieht dabei am Zügel, dann kann die ganze Nummer ganz schön schief gehen. Das ist Überforderung. Ich habe auch noch ein komplexes Beispiel und das ist das Vorwegnehmen des Galoppwechsels in der Galopptraversale. Also wir traversieren und das Pferd wartet nicht, bis ich an der Bande angekommen bin, noch 3 Schritte Rangwehr galoppiere und dann sage, bitte wechsle fließend in den neuen Galopp, sondern er macht schon in der Mitte der Bahn schon Gangsalat. Auch das ist Überforderung. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass der Wechsel nicht gepflegt und ordentlich, solide, in kleinen Schritten stressfrei beigebracht wurde, sondern dass eine Gerte im Einsatz war, ein Sporn im Einsatz war und das Pferd Stress Und erfahren eine hat. Ecke. Stress erfahren hat in seiner Ja, Balancefindung. eben in der Ecke. Und dass es den Wechsel vorwegnimmt, bedeutet, dass da, wo ihr den machen wollt, das dem Pferd nicht mehr komfortabel und sicher erscheint. Also sowas hat immer einen Grund und der liegt eher in der Über- als in der Unterforderung. Danke für diese tolle Frage. Ganz schnell zu beantworten ist die Frage von Manu und Amadi. Könnte man das Thema mit Hundeerziehung vergleichen? Mache ich bei Ja. fast jedem Dienstagsgespräch, bringe den Hund mit rein. Genau. Fast jeden Dienstag. Ja, ist so. Über- und Unterforderung, Ja, gar keine Kind Frage. kannst du auch noch mit reinnehmen. Brauchst du Ja. nicht nur Pferd und Hund nehmen, kannst auch Kind mit reinnehmen. Wir Ja, sind, Wirbeltier. naja, Ich na, weiß nicht, nicht ob das Wirbeltiere, mit aber Schnecken Herdentiere. geht. Aber Herdentiere. Wir sind Herdentiere. Hund, Pferd, Mensch sind Herdentiere und die ticken irgendwo ähnlich und das ist das Ein Problem. Tiger kannst du auch so erziehen. Ja, guck dir das an in Thailand, was sie mit den Tigern machen. Ja. Ja, ist so. Ja. Oder Katze. Ja, also. Mach mal weiter. Sandra Pretel. Was sind für euch Gründe der Über- und Unterforderung? Ist es mangelndes Wissen des Besitzers? Sind es Fehleinschätzungen, zu viel Ehrgeiz, Missinterpretationen der Mimik und der Gestik des Pferdes? Warum gibt es Fehleinschätzungen? Ich glaube, was zu essen. Sie hat gegessen. Warum gibt es Fehleinschätzungen? Ja, weil wir nicht pferdisch richtig lernen wollen oder können und Pferde nicht richtig Menschensprache können. Es braucht halt viele, viele Jahre Erfahrung und es braucht auch einige Erfahrungen, die nach hinten losgegangen sind, damit es nicht wieder passiert. Eben, was ich vorhin gesagt habe, nur das Lächeln im falschen Moment, wo vom Pferd eine Reaktion kommt, wo wir sagen, ach guck mal, das kann er schon, soll er aber gar nicht. Trotzdem geben wir dem Pferd ein Lachen, das Pferd weiß genau, Lachen ist positiv bei Menschen. So viel Pferdesprache, so viel Menschensprache können die meisten Pferde, wenn wir uns freuen, das zu lesen. Und schon ist es passiert, eine falsche Programmierung. Wenn du ein intelligentes Pferd hast, da hast du es schon. Geht ganz schnell. Und das machst du zwei, dreimal. Wie gesagt, das können auch die auf der Bande machen. Genau. Ja, wenn ihr Leute konzentriert seht, die konzentriert mit einem Hund oder mit einem Pferd arbeiten, die sind alleine mit dem und die sagen, halt mal deinen Mund und guck zu. Ja, denn auch wir Trainer können nicht gut arbeiten, wenn von außen die ganze Zeit noch dazu gesprochen wird und geredet wird. Können wir auch nicht. Ich glaube, dass viel, man verbindet sich ja mit seinem Pferd und hat ja ein Bauchgefühl. Und leider kann man sich dieses weglesen oder wegempfehlen lassen.
Wenn die Banden hier, dann sagen, der geht ja gar nicht reell über den Rücken, der ist ja nicht vorwärts geritten, wahlweise, der geht ja durch oder was auch immer. Du musst den mehr arbeiten, der wird zu fett, dass wir uns da immer wieder von anderen beeinflussen lassen, die aber selber mir das nicht erfolgreich mit ihrem Pferd vorführen können. Also der hat dann immer wieder mal ein Sehnenproblem, aber das liegt ja am Pferd. Also dieses Übertempo, das sehe ich diesbezüglich eben sehr häufig, dass die Leute denken, sie müssen ihre Pferde viel, viel mehr und viel mehr vorwärts und schneller und länger reiten, damit sie abnehmen oder sowas. Da kommen viele Fehleinschätzungen her. Ich höre es auch immer wieder, Leute, die sich für mein Buch bedanken und sagen, wow, das, was ich da gelesen habe, das entspricht so sehr dem, was ich immer gefühlt habe, aber ich habe mich nie getraut, das auch umzusetzen, das zu leben. Ja, schade. Und selbst danach, ne, Ja. gehört ja bei vielen tatsächlich sehr viel Mut dazu, dann das umsetzen zu wollen und durchzuhalten. Ja, im Weil eigenen eben, und ich sag mal, also das ist so gerade im Tiertrainingsbereich, ich glaube, bei Hunden ist es auch ähnlich, ich höre das zumindest immer, auch wenn ich da nicht so viel Erfahrung habe, dass von allen Seiten du Tipps bekommst, dass du es unbedingt anders machen musst, als du es gerade tust. Und ich sag mal, in vielen anderen Sportarten ist es nicht so feindselig, ne? Du triffst auf Leute, die dir Tipps geben, die dir auch was zeigen. Und in der Pferdewelt ist ganz vieles so exklusiv. Also ich zeige dir was gegen Geld, und ich sag dir unbedingt, was du anders machen musst, als das, was du eben gerade tust, weil es ist auf jeden Fall falsch. Und es gibt so viele verschiedene Meinungen, die so konträr sind. Und ganz viele Konzepte des Tippsgebens hat mit Angst zu tun. Ich mache dir Angst davor, dass dein Pferd kaputt geht, wenn du es so weiter bewegst, wie du es jetzt tust. Das ist ganz viel, was dann auch zu Über- und Unterforderungen dann auch führt. Weil halt ja, zu wenige Leute so es gibt wie euch, die halt schon so viele Jahre, so viele Pferde ausgebildet haben und wirklich auch schon 1000 Fehler gemacht haben und auch sagen können, okay, nicht nur ich habe mal gelesen und mal gehört, sondern ich habe tatsächlich diesen Fehler mal gemacht. Und zwar mit dem Pferd habe ich diesen Fehler gemacht, mit dem Pferd habe ich den Fehler gemacht. Und deshalb wissen wir jetzt, den werden wir jetzt bei deinem Pferd nicht machen. Devialiers, welche Pferd-Mensch-Kombination erlebt ihr häufiger? Überforderter Mensch mit unterfordertem Pferd? Oder eher gelangweilter Mensch mit überfordertem Pferd? Wir, überforderter Mensch mit unterfordertem Pferd, sehe ich häufiger. Was bringt die Frage? Okay. Das sieht man häufiger, ja. Wir sehen beides. Wir sehen beides. Ja. Ja, die dritte Variante auch noch. Überforderter Mensch mit überfordertem Pferd. Ja, das ist Sehe die ich häufigste Variante. sehr, sehr häufig Das ist tatsächlich. tatsächlich die häufigste. Ja. Ja. Barbara Wensen, spannend wird es, wenn zwei Lernende zusammenarbeiten und unterschiedlich schnell lernen. Als Reiter kann man sich gut auf ein langsam lernendes Pferd einstellen, denke ich. Aber wie ist es, wenn ein gut begabtes und schnell lernendes Pferd von einem weniger begabten und langsam lernenden Reiter geritten wird? Verzweifelt es daran? Ja. Ach, der Chris hat immer so ein schönes Beispiel. Eigentlich sind wir nicht geschulte Ausbilder eines nicht geschulten Pferdes. Früher war es so, dass man sich ein ausgebildetes Pferd gekauft hat, wenn man selber nicht Ausbilder war. Oder es ausbilden Das hat ist lassen. wie so ein Selbstbaukasten für ein Auto. Also, ne, ich hole mir einen Selbstbaukasten, weil ich will das alles selber machen. Habe aber keine Ahnung davon. Hab's aber nicht gelernt. Aber das kriegt man schon hin. Mit ein bisschen Gefühl und Liebe kriegt man das Auto zusammengebaut. Manche haben beim IKEA-Schrank schon 5 Schrauben über. Genau. Ja, so, und ja. Ja, man muss als Reiter eigentlich schneller lernen und sich Also immer den nächsten Schritt sorgfältig vorbereiten und auf das vorbereiten, was da kommen könnte. generell müsst ihr davon ausgehen, dass das Pferd schneller ist als der Mensch. Ja, leider ist das so. Es ist echt noch ein Fluchttier. Uns Menschen ist die Flucht zum Teil ab. Nicht gezüchtet, kann man nicht sagen, aber viele Menschen haben keinen richtigen Fluchtreflex mehr. Ja? Die Menschen kriegen das gut hin und manche Menschen bleiben einfach in den falschen Situationen stehen und dann passiert auch etwas. Ja?
Und ich habe da mal so eine Prozentzahl gelesen, so was war auch beim Ballspielen und sowas. Ich glaube, es sind nicht mal 10%, die im richtigen Moment die richtige Bewegung machen bei uns Menschen. Bei Pferden ist das tödlich. Bei den Pferden, die noch in der Natur leben müssen, wo es tatsächlich Wölfe gibt und Wölfe sind die Hauptfeinde vom Pferd, da ist das tödlich. Darum müssen die unfassbar schnell reagieren und schnell lernen. Bei uns Menschen ist es leider so, wir sind zu träge zu erkennen, das Pferd hat es schon gelernt. Wir glauben, wir müssen nochmal wiederholen, weil wir die Perfektion am ersten Tag haben wollen. Kapiert hat das Pferd die Nummer schon. Häufig, wenn ich Leuten zeige, wie spanischer Schritt geht, da brauche ich 5 bis 10 Minuten, dann kann ein Pferd das. Ja, hat es verstanden. Und viele Amateure, die kommen zu mir seit 1, 2 Jahren, ich sage, wie weit bist du mit spanischem Schritt? Ja, vom Boden aus geht es jetzt einigermaßen. Ich sage, Leute, das ist auch der Grund, warum das hier übrigens gerade das Thema ist diese Woche. Wie kann das sein, so ein wichtiges Element in unserer Art der Reiterei, Brustkorb heben, Schultern freimachen? Was kann das sein, dass ihr da so lange für braucht, weil ihr das einfach, ihr wollt es nicht verstehen? Oder auch wieder gehabt, Zügel, Kandare, Unterlegtrense, zweihändig geritten. Ich sage, wie lange arbeiten wir zusammen? Wenn du das nicht sofort abstellst, ist bei mir jetzt die Reitstunde zu Ende. Ratzebatze. Ja, ich kriege das mit den Zügeln nicht in einer Hand hin. Ich sage, dein Pferd soll piaffieren, Passagieren sollen fliegenden Wechsel können. Aber du kannst dich nicht mal abends beim Fernsehen hinsetzen, mal 4 Zügel in die Hand nehmen und einfach mal üben, wie man blind die Zügel greift, dass man weiß, welcher Zügel wo sitzt. Ja, und Haben die Fahrer einiges voraus, die mit ihrem Fahrlehrgerät irgendwo sitzen und immer wieder mit ihren Zügeln spielen? naja, wenn du es nicht kannst, bist du tot, weil du fährst auf der Straße. Ja. Und wenn du Pech hast, haust du dein Gespann in den Gegenverkehr rein, dann war's das. So, und darum müssen die das so üben. Nur Schreib mal weil bitte nicht mehr. Ich vier hoffe Wände haben in wirklich. der Reithalle oder auf dem Reitplatz. Ich sag immer, die Reiter sind nachlässiger als die Fahrer. Weil die glauben immer, das musst du ja nicht unbedingt üben. Das ist ja nicht so wichtig. Fürs Pferd ist das unglaublich wichtig, das zu verstehen. Weiter. Unbedingt. Anobi-Trièdre. Wie schafft ihr den Spagat zwischen mentaler und körperlicher Reife beim Einreiten? Und unterbrecht ihr das Anreiten, wenn eins von beiden Probleme macht? Und wenn ja, wie lange? Wenn das Pferd mental noch nicht reif ist, aber körperlich vielleicht schon oder umgekehrt? Haben wir gerade. Ja, ganz Haben schwierig. wir gerade. Das Pferd ist schon stark Wie ein Bär. und schlau. Ein bisschen zu lange am Boden rumgepimpelt mit dem Pferd. Der Prozess, das ist das, worauf ich auch bei diesem Gespräch hinaus darauf hinkommen wollte, ist, Das machen wir auch. Kommt noch in gut, einzelnen Schritten. dass das ist ein Prozess und diesen Prozess, den darf man nicht unterbrechen, indem man irgendwelche Dinge wiederholt und wiederholt und wiederholt und das Pferd dann langweilt. Dann ist das Pferd nämlich schon schlauer als wir wieder und sagt dann, was willst du denn jetzt eigentlich? Und irgendwann ist es so stark und klug, vor allem bei Hengsten ist das, dann sind die uns schon über. Das passiert. Das muss ein laufender Prozess sein, wo wir jeden Tag eine Herausforderung dem Pferd stellen und dem Pferd auch diese Herausforderung nicht nur stellen, es muss es sich auch bewältigen. Das muss der Trainer auch hinkriegen, Dass die Aufgabe so groß ist, dass dass es es das bewältigen kann, aber erstens bewältigen kann und zweitens auch genügend Anreiz für ein Erfolgserlebnis ist. Also ja. wenn es einem in den Schoß fällt, dann ist es wieder unterfordert. Sondern es muss so ein gesunder, kleiner Lernstress sein. Das Pferd sagt, das will ich jetzt. Und das kann man auch immer weiter steigern. Dann lernt das Pferd zu lernen. Dann lernt es, wie die Aufgaben gestellt werden, freut sich auf das Tagwerk, weil es mit Dopamin antwortet. Also mit Yes, ich habe das bewältigt, nach Hause geht. Wenn man das mit Kindern in der Schule kurz vergleichen, da gibt es natürlich Kinder, denen das eine oder andere Fach nicht so gut liegt. Was machen die? Die schalten den Gang zurück und haben keinen Bock. Ja, die geben sich auch keine Mühe mehr, weil das bei Mathe oder was weiß ich, in Deutsch oder irgend sowas ist. Und die anderen, die sind so klug, die haben das am ersten Tag schon kapiert und die drehen dann auch irgendwo am Rad, weil die sagen, ja, was soll es denn? Das weiß ich doch schon längst. Warum langweilt ihr mich hier mit dem Mist? Ich habe keinen Bock mehr. Fangen sie an und machen Blödsinn, falten dann Flugzeuge und werfen die durch die Luft oder irgend so was. Jedenfalls in meiner Generation. Heute nehmen sie wahrscheinlich das Handy raus. Oder gehen Weil einfach. dass die gelangweilt sind, weil die nicht richtig gefordert werden.
Ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Also gerade dieses Thema Motivation und weil wir ja gerade, du hattest das Beispiel spanischer Schritt und ich komme da nicht voran. Ich glaube, ganz viele Leute haben eben das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie motivieren können, wie sie einzelne Lektionen auch weiter fördern können bei einer gewissen Motivation, weil sie haben vielleicht eine klare Vorstellung davon, wie es aussehen soll. Sie haben eine Vorstellung davon, wie sie anfangen. Aber zwischen dem Anfang und den ersten Ergebnissen zu dem inneren Bild des perfekten Ergebnisses, wo sie hinwollen, da fehlt der Weg. Wie mache ich weiter? Und dann fangen sie an, Lektionen und Dinge so halbgar anzufangen. Und das ist für mich jetzt kam gerade dieses Beispiel Schule, so als wenn du dann in der 7. Klasse jedes Wort, was du eigentlich vorlesen musst und einen ganzen Satz, anfangen würdest, immer zu buchstabieren. Also jedes Wort wird nur noch buchstabiert. Du kannst zwar, also du kennst jeden Buchstaben, kennst auch das Wort, aber du kannst es nicht zusammensetzen. Du kannst nicht aussprechen und schon gar nicht kannst einen ganzen Satz ausbilden. Und das ist, glaube ich, etwas, gerade wenn die Leute so ein bisschen auch von diesem Schema X wegkommen, so ich nenne es mal halt eben diese normalen Dressurreiterei, wo halt vielleicht gewisse Dinge immer wieder gemacht werden. Wenn ich dann umdenke und sage, okay, ich möchte jetzt in Richtung Reitkunst gehen, dann habe ich gewisse Sachen verstanden und da kann ich auf einmal, komme ich aber nicht weiter, weil mir das Handwerkszeug fehlt und weil mir die Leute fehlen, die mir weiterhelfen. Das ist etwas, was wir jetzt sehr oft gesehen haben in unseren Intensivkursen. Die, die nicht nur einen gemacht haben, sondern die, die von Handarbeit über Basis im Sattel 1 und 2 und 3 und jetzt Freiarbeit mitgemacht haben, die das Konzept verstanden haben, diese Lernprozesse verstanden haben, die ernten jetzt Früchte, weil alles viel schneller geht. Ja. Dann sollen die letzte Frage noch ein bisschen hochscrollen. Ich gehe normalerweise nicht auf die Fragen ein, die da drinne oder die Antworten, die da drinne im Chat gestellt werden. Wenn es nicht so viele schlechte Ausbilder gäbe, würden viele vielleicht nicht auf die Idee kommen, es selbst zu machen. Das sehe ich nicht so. Ich sehe es in keiner Sportart so stark, dass Leute, die nicht mehr vom Pferd runterfallen, die gerade mal eine Kurve kriegen können, im Galopp schon anfangen, andere Leute zu unterrichten. Und andere Reiter nehmen auch Unterricht von denen. Das finde ich immer ganz extrem. Die können euch noch gar nichts sagen, aber die sagen euch schon was und die geben euch den falschen Input. Es gibt gute Leute auf dem Markt, wirklich gute Leute. Nur die kosten halt ein bisschen Geld. Aber das Thema hatten wir auch schon mal. Also da wäre ich vorsichtig mit dieser Aussage. Gut. Analog. Was und wann würdet ihr frühestens mit Jungpferden Beginnen. beginnen, spielerische und sinnvolle Einheiten, aber sinnvolle Einheiten zu gestalten? Insbesondere, wie würdet ihr mit besonders eifrigen Pferden umgehen, die sich viel zu früh und offensiv anbieten, Dinge erlernen zu wollen? Wir stellen die auf die Wiese zu anderen Pferden. Ich wollte eben sagen, was ist ein Jungpferd? Ein Jungpferd ist das Pferd für mich, was ich noch nicht arbeite. Damit machst du Fohlenschule, das ist halfterführig, Füße geben, stille stehen, sich putzen lassen. Und das war's. Und mehr kommt da noch nicht. Wenn ihr den Fohlen oder den Jungpferden, dem Zwei- und Dreijährigen, den ihr noch nicht reiten wollt, schon alle möglichen Dinge beibringt, habt ihr genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Das Pferd kennt euch durch und durch. Es kennt eure Bewegung, es kennt eure Es Stimmung. weiß, wie Angst riecht. Weiß, wie Angst riecht, weiß, wie Freude riecht und wird Fishing for Compliments machen von vorne bis hinten. Und wenn die Komplimente nicht kommen, wird es eben die Flugzeuge falten im Unterricht und dem Lehrer am Kopf werfen. Da hast du es. Ja, Also also. das heißt gerade die vielleicht sogar intelligenter sind, da macht es Sinn, tatsächlich noch erst recht zu warten, weil Ja. die dann nämlich schneller schalten als wir. Ja. Oder wirklich sagen, aus was weiß ich für Gründen, der ist jetzt 3 und ich kann ihn nicht auf die Wiese stellen, weil er schwerstes Sommerekzem hat. Der verhungert mir in der Box, weil er völlig unausgelastet ist. Was soll ich mit dem Tier machen? Ich kriege den nicht eingestellt. Gut, ich reite ihn jetzt an. Dann gewöhne ich den Schritt für Schritt in den Schritten, die wir nachher erklären, an den Sattel, setzt einen leichten Menschen da drauf und das Pferd wird angeritten und in der Zwischenzeit versuche ich den so einzustellen, dass er sich auf der Wiese mit einer Decke draußen halten lässt und dann bekommt er noch mal eine Pause. Aber diesen Anreitprozess, den machen wir als erstes mit den Jungpferden nach der Fohlenschule. Wir machen da nicht groß Handarbeit vorher. Würdet ihr empfehlen, bei einem sehr intelligenten Pferd, dass, wenn ich das schon vielleicht einmal mit meinem Kaltblut gemacht habe, das dann selber zu tun? Nochmal. Will heißen, also wenn ich das noch nicht oft gemacht habe
Sollte ich das dann mit einem, ich habe jetzt so ein tolles, intelligentes, vielleicht sogar schon starkes Jungpferd, sollte ich es dann selber versuchen oder sollte ich es lieber jemand machen lassen, der es schon ein paar Mal gemacht hat? Ich würde es lieber von jemandem machen lassen, der es schon ein paar Mal gemacht hat. Ihr könnt Ja. das, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist die eine Geschichte. Und das andere ist, wenn Hänschen das falsch lernt, kann das auch nach hinten losgehen. Ihr dürft immer eins nicht vergessen. Ihr habt da 500 bis 700 Kilo Allrad mit einer Entschlossenheit unter oder vor euch oder neben euch. Und das wäre besser, wenn das vernünftig gemacht wird und wenn das Kind ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Wir konnten es noch mal rausziehen. Holt euch lieber Profis, die euch dabei helfen, das Kind wieder trocken zu machen und ihm zu erklären, nicht noch mal zum Brunnen zu gehen. Ja, darauf wollte ich hinaus, weil, also, du hattest ja schon über schlechte Trainer gesprochen, wir hatten über die Leute, die, ja, ich sag mal, die unausgebildeten Reiter auf unausgebildeten Pferden gesprochen, aber die unausgebildeten Ausbilder, die jetzt ihr unausgebildetes Pferd ausbilden, das höre ich immer wieder, den habe ich selber angeritten, der wird jetzt demnächst angeritten und ich habe da eine Freundin, die kennt jemanden, der jemanden kennt, der auch schon mal ein Pferd ausgebildet hat. Ja, ich weiß nicht. Also erstens halte ich es tatsächlich für nicht fair dem Pferd gegenüber, gerade wenn es dann halt eben auch vielleicht etwas raus werden soll. Und halt zum Teil halt eben auch für beide Individuen oder drei Individuen gefährlich. Ja, ist so. Okay. Stefanie Grauer, wann verlangt ihr was? Wie würde eure Ausbildungsskala aussehen? Da ich euch schon sehr lange folge, erwarte ich nichts im Sinne der Skala aller FN. Aber vielleicht habt ihr ja so ein paar Parameter, die trotz der Individualität eines jeden Pferdes immer gleich sind. So wie zum Beispiel erstmal Stop and Go, geführt, Stille stehen, die Schule der Zügelhilfen, Schule der Hilfen an der Hand, Schule von treibenden und weichenden Hilfen etc. Jetzt kommt mal so ein Ablauf, wie wir das machen. Was ich eben schon gesagt habe, Fohlenschule. Fohlenschule. Halfterführig, anhalten, stille stehen, anbinden lassen, Füße geben, putzen lassen, waschen lassen. So, das nächste ist dann tatsächlich, dass wir sagen, jetzt fangen wir an, sinnvoll in der Bahn zu arbeiten. Das kann man mit Stop and Go machen, das ist aber nicht bei jedem Pferd empfehlenswert. Wenn ich sowieso ein Pferd habe, was viel stehen bleibt, dann muss ich nicht unbedingt Stop and Go machen, dann muss ich vielleicht mehr Go machen als Stop machen. Das muss man dann selber entscheiden, wie das Ganze ist. Aber das gehört dazu, dass das Pferd losgeht, wenn ich losgehen möchte, anhalten, wenn ich anhalten möchte. Dann fangen wir an, Werkzeuge erklären. Werkzeuge zu erklären, den Kappzaum, das Boseil zu erklären oder wer es mit der Trense machen möchte, ist auch das, muss das Pferd. Ihr könnt nicht einfach eine Trense reinmachen und dran rumziehen. Das Pferd muss erstmal lernen, das hat da was im Mund, es muss sich damit beschäftigen, denn es kommt auch in dem Moment, wo das Metall in den Mund nimmt, erstmal geistig völlig aus dem Gleichgewicht. Könnt ihr euch ja selber vorstellen, wenn euch irgendjemand beim Autofahren plötzlich etwas in den Mund reinlegt, was euch nicht gefällt, was ihr nicht wieder rauskriegt, dann seid ihr so abgelenkt, ihr könnt kein Auto mehr fahren. Das kann ich euch versprechen. Das wird ganz gefährlich. Und das ist bei einem Pferd auch so. Das muss das richtig lernen. Ja? Dann muss ich ihm die Gerte zeigen, dass es keine Angst vor der Gerte hat. Es gibt viele Pferde, die haben Angst vor der Gerte, obwohl die nie in ihrem Leben schlechte Erfahrungen mit der Gerte gemacht haben. Nachweislich. Trotzdem haben sie Angst vor dem Gerät. Dann muss man sie damit streicheln und muss zeigen, es tut dir nichts. Es ist nur mein langer Finger, damit kann ich dich hinten berühren. Dann darfst du natürlich auch nicht mehr zuhauen, sondern wirklich, da musst du antippen. Auch die Gerte muss die richtige Gerte für die richtige Arbeit sein. Das kann nicht einfach ein harter Stock sein oder zu weich, der, wenn ich antippe, der zu spät ankommt. Solche Geschichten alle. Wenn das Pferd Sattel, das an den alles, Sattel wenn es gewöhnen. das gelernt hat, dann kommt es an den Sattel gewöhnen. Dann fangen wir an, so vorsichtig vom Boden aus zu lenken und vielleicht schon mal einen Schulter rein rauszudrücken, was sehr, sehr leicht ist. Das ist nichts Schwieriges, ja? Ja, und dann kommt das auch während dieser Arbeit schon, wenn wir sagen, ich drücke das Pferd schon mal vom Boden aus in den Seitengang rein, dann wird am Ende der Reitstunde auch schon mal der Fuß in den Bügel genommen. Dass das Pferd lernt, Fuß in den Bügel heißt nicht losrennen, sondern stehen bleiben. Und dann ist die nächsten 2, 3 Tage Fuß in den Bügel rechts und links und dann fangen wir an und stellen uns mal in den Bügel rein. Ich arbeite nicht mit den jungen Pferden an der Aufsteigehilfe. Ich habe da ein paar Unfälle erlebt, wo die Pferde in die Aufsteigehilfe reingetreten sind
Bei mir lernen die Pferde erst normal aufzusteigen, sprich vom Boden, einer hält gegen auf der anderen Seite. Und wenn die das richtig dulden, wenn sie wirklich stille stehen, erst dann bringen wir die Pferde an die Aufsteigehilfe, dass sie sich nicht erschrecken und in die Aufsteigehilfe reinfallen oder knallen. So, und dann hängen wir uns über das Pferd rüber, wie das so beim Anreiten gemacht wird, Ja. klopfen das Pferd auf der anderen Seite und irgendwann Aber wir kommt, sind immer zu zweit ja, dabei, immer ne? zu zweit. Sind immer So, zu, und dann, ein Mensch, der sichert und ja, der auch auch das Pferd Sicherheit beruhigt. ausstrahlt und Ja. der ganz sachlich und nett und unaufgeregt sich da drauf hängt, sich da drauf setzt und dann wird das Pferd genauso geführt, wie es vorher geführt wurde, Da nur sitzt jetzt nur mit dem einer Gewicht drauf auf, da drauf. und dann sagen wir dem Reiter da oben, das ist immer eine leichte Person, was Christine vorhin schon gesagt hat. Und dann sagen wir so, jetzt fangen wir selber an zu lenken, ich sichere dich nur noch, ich mache gar nichts mehr, ich habe noch eine Longe an dem Halfter, ich habe niemals die Longe in der Trense, niemals die Longe an dem Instrument, an dem das Pferd gelenkt oder gearbeitet werden soll. Ja, das ist eine separate Sicherung einfach nur, dass wenn mal was passiert, dass wir das Pferd vom Boden aus anhalten können. So, und dann muss der Reiter lernen zu lenken. Dann wird das Pferd an die Stimmkommandos ja gleichzeitig auch. Das hat es schon vom Boden aus mitgelernt, aber das muss es trotzdem vom Sattel aus wieder neu erlernen, dass es wirklich versteht, ich nehme diesen Schnalzer zum Anreiten, ich nehme diese Stimme zum Bremsen. Und bitte, Leute, nehmt immer das Gleiche. Ich höre da manchmal ein Orchester an Stimmhilfen, wo ich sage, was willst du deinem Pferd eigentlich sagen? Willst du ausprobieren, worauf es Da reagiert? ist Tatütata, Gesang und Kindergeschrei zugleich. Und das Pferd soll darauf reagieren. Und es geht nicht. Ihr müsst wirklich, da muss man sich ganz konsequent zurückhalten und sagen, ich nehme nur das dafür und das dafür. Ja, Und auch. Zaumzeug erklären eben mit. Einerseits, dass wenn wir etwas mit dem Zügel machen, dass wir uns eine Reaktion im Maul des Pferdes wünschen, also einen beweglichen Unterkiefer, Das wird vorm Raufsitzen gemacht. dass das Pferd kaut oder seine Spucke runterschluckt oder zumindest darauf reagiert, dass mit dem Gebissstück gerade etwas geschehen ist. Abbiegen üben und Ja. nachgeben lassen. Genau, das ist noch wichtig. Jo. Stimmhilfen. Ja, und dann geht es unterm Sattel los, wenn das Pferd sich lenken und anhalten lässt, geht es los, ihm die Beine zu erklären, dass wir mehr mit den Beinen lenken, mehr und mehr mit der Stimme machen. Ja, und dann geht das Repertoire los. Was zeige ich dem Pferd denn jetzt? Beugen gehen, im Schritt, Schlangenlinien gehen, Zirkel laufen, anhalten. Später kommt das Antraben zu. Die Wann fängst du mit dem Seitengänge, spanischen Schritt an? spannende Schritt, fangen wir auch schon an, dann kommen die Seitengänge dazu. Wenn die Seitengänge im Schritt und im Trab perfekt funktionieren, erst dann denken wir überhaupt an den Galopp. Das kann Ein zwischen, halbes Jahr sein, es kann auch nach 8 Wochen sein. genau, 8 Wochen und einem halben Jahr. Irgendwann dazwischen ist das Pferd in den Seitengängen auf einem Trabzirkel so beeinflussbar. In den Seitengängen, dass ich sage, jetzt traue ich mir auch zu, einzuspringen in den Galopp und das Pferd wird sich weiter beeinflussen lassen. Mit den Hilfen der Seitengänge stabilisiere ich es nämlich und gebe ihm Sicherheit in der Balance. Und dann kommt der Moment, wo wir die Seitengänge eigentlich erst richtig nutzen können, um das Pferd in Balance zu bringen und Seitengänge im langsamen und im schnellen Tempo zu reiten, gerade auszureiten, Ecken auszureiten, Schlangenlinien durch die ganze Bahn zu reiten im Trab. Dabei muss das Pferd in die Balance kommen. Ausreiten nicht vergessen, unfassbar wichtig. Wenn die Pferde sicher und am Sattel sind, geht's raus. Ihr müsst mit den Pferden raus, ihr müsst den anderen Reize zeigen. Vom Sattel aus, es ist was völlig anderes, ob ihr das Pferd draußen führt oder ob ihr das Pferd draußen reitet. Ausreiten, die ersten Ausritte immer mit einem sicheren Pferd mit, einfach nur mitgehen. Ihr habt einen erfahrenen Reiter, ein erfahrenes Pferd, das Ruhe ausstrahlt. Geht bitte nicht mit dem jungen Pferd mit irgendeinem so Zappelphilipp raus. Ja. Nehmt euch ein erfahrenes, ruhiges Pferd, ganz egal, welche Rasse das ist. Ein Pferd, das einfach Ruhe auf Zuverlässig. den Jungspund ausstrahlt und sagt, Schatz, brauchst du doch nichts geh machen, mal passiert dir runter. doch nichts. Linchen, geh mal runter. Du turnst hier auf Ja, und uns dann wird das rum. aufgebaut. Mehr und mehr kommt das Pferd in die Bewegung, in den Seitengängen beim Geradeausgehen. Es bekommt immer mehr Kraft. Und wenn es Kraft und auch die innere Ruhe hat, dann kann man anfangen mit Lektionen. Welche Lektion? Das ist vollkommen abhängig vom Talent des Pferdes, Ja, und vom. das Minutenpensum, da möchte ich auch mal nochmal drüber sprechen. Also mein Ziel ist es schon, auch mal eine Stunde lang einen Ausritt machen zu können.
aufmerksam zu sein, ob das Pferd ermüdet. Vielleicht muss ich mal kurz absteigen, ein bisschen führen und kann dann wieder aufsteigen. Aber das ist schon mein Ziel, dass ich eine Stunde durchreiten könnte. Eine Stunde Dressur? Nein. Eine Stunde Dressur wiederum nicht. Da bin ich so mit einer halben Das ist Stunde. schon das Das Maximum. ist schon echt volles Pensum. Und das baue ich auf. Minutenweise steigere ich das. Also da muss man als Ausbilder auch wirklich auf den Punkt kommen mit der Tagesaufgabe. Ich sage, ich will, dass du mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gehst. Und sie sagen so, du bist zwar noch nicht ganz warm, aber wir üben heute Antraben. Und beim Antraben ist noch nie ein Pferd kaputt gegangen. Also das muss nicht komplett durchgewärmt sein, um anzutraben. Und dann sage ich mir, wir sind aber erst bei 3,5 Minuten. Dann sage ich so, dann traben wir jetzt mal an und wenn das schön wird, steige ich ab und dann gehen wir in den Stall. Auch wenn das Pferd schon an eine Viertelstunde gewöhnt ist. Das heißt nicht, dass wir nicht nach 5 Minuten oder 3 Minuten mal aufhören können. Ja. Das ist nämlich immer dann, wenn wir das Tagesziel erreicht haben. Aber zum Tagesziel gibt es noch eine Geschichte. Da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir gehen dann zwar mit dem Pferd fertig gesattelt und gespornt. Wir Menschen gehen los in dem Vorhaben, heute üben wir Traben. Ja, und das Pferd zeigt ja auf dem Weg zur Reitbahn aber schon, ich bin ja schon am Traben, ich bin ja schon völlig verrückt im Kopf, ich drehe ja nur noch durch, weil da draußen auf der Weide, da schnauben die alle und die rennen da alle rum und was weiß ich. Ja, dann kannst du das vergessen mit dem Traben, dann wirst du an dem Tag wahrscheinlich Stille stehen üben müssen. Das Vorhaben ist durch. Das ist häufig so, dass auf dem Weg zur Reitbahn das Pferd uns leider eine andere Aufgabe stellt, als wir sie gerne heute hätten bearbeitet. Sarah Bay, was haltet ihr davon, ein junges Pferd mehrmals täglich in sehr kurzen Einheiten zu trainieren? Zum Beispiel eine Übung nach dem ersten Erfolg zu beenden, auch wenn es nach wenigen Sekunden oder Minuten ist. Dafür nach einer gewissen Pause eine weitere Einheit zu machen. Oder ein bereits gestartetes Pferd nur wenige Minuten zu reiten und später am Tag noch einmal zu reiten. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das Problem ist eigentlich nur, dass die meisten Menschen müssen zur Arbeit gehen. Die können das nicht. Aber wir Profis, wir machen das tatsächlich so. Wenn wir Pferde hier haben, vor allen Dingen, wenn ich Pferde habe, die zu Anfang ein bisschen mehr Schwierigkeiten zeigen, gerade wenn ich Weak-Students da habe, wir haben nur 6 Tage zusammen zu arbeiten, dann sage ich die ersten 2 Tage, komm, wir machen morgens 5 Minuten, 10 Minuten, nachmittags nochmal 10 Minuten, dann haben wir, das mache ich 2, 3 Tage hintereinander, dann hat das Pferd eigentlich meistens das gut verstanden, was ich vom Pferd will. Das ist eine super Methode. Anna M. Stark, wie reagieren Pferde, die zu lange unterfordert wurden, euren Erfahrungen nach, auf plötzliches Anpassen der Anforderungen ans Pferd? Wollen manche Pferde lieber nicht aus ihrer Unterforderungszone heraus? Oder sind sie schlicht erleichtert, endlich ihre eigenen Ideen mit einbringen zu können und über sich hinauszuwachsen? Meistens wollen sie erstmal nicht aus sich heraus. Wenn der Trainer aber geschickt ist und es denen angenehm machen kann, dass er sie wirklich im Ansatz des Mehrtuns belohnt, dann verstehen die Pferde sehr, sehr schnell, dass das ganz viel Spaß machen kann. Ich muss einfach kurz mich. Wie reagieren Pferde, die zu lange unterfordert wurden? Also, Ach, die zücken schön. ja, ich finde auch. Und gerade, also meist ist das ja, geschieht das ja, wenn die in neue Lebensumstände kommen, ne? Also in ein neues Zuhause kommen und dann plötzlich jemand sagt, hey, du bist ein schönes Pferd, du kannst lernen. Ich habe mit dir Dinge vor. Und dann sind die erstmal so, oh je, es kann denken, weil sie haben ja vorher nur gelernt zu gehorchen, zu dulden. Und dann brauchen die ein Momentchen, um sich darauf einzulassen, aber das ist keine Sackgasse. Eigentlich sind die, das ist viel weniger Sackgasse als die überdrehten Pferde. Also die Unterforderten, die kriegt man sehr schnell. Sehr schnell. Ja. Bin auch sehr dankbar dafür. Ich finde das auch eine spannende Frage, weil wir haben ja auch schon des Öfteren gesehen in den Intensivkursen, dass dieser Rückweg zur Basis und dann den Lernprozess neu aufbauen, sodass man dann merkt, okay, was macht denn sinnvoll hintereinander zu bringen, dass das gerade vielleicht dann auch überforderte, unterfordere Pferde so wachsen lässt, dass die dann auf einmal auch merken, hey, Moment, ne? Und jeden Tag stehen die dann auf einmal am Zaun hier, abholen, ne? Ich würde jetzt gerne wieder was machen.
dass die Leute dann merken, hey, mein Mehr von Pferd hat ihrer sich verändert, ne? Obwohl erstmal die Anforderungen runtergeschraubt worden sind, um ein paar Dinge zu klären und dann Stück für Stück wieder angehoben zu werden. Ich mache mal weiter mit Sarah Decker. Das perfekte Timing ist so wichtig und so schwer. Was bereut ihr eher? Einheit zu früh beendet? Aufgehört mit einem schon sehr guten Ergebnis, aber im Nachhinein kommt das Gefühl, man hätte es doch noch besser hingekriegt? Oder nicht aufgehört nach einem bereits guten Ergebnis, weil man es mit einem noch besseren Moment beenden wollte? Also ich bereue, das passiert mir nur noch ganz selten, dass ich über den Punkt hinweg arbeite, weil ich es bereuen würde. Wenn es uns passiert, bereuen wir das sehr. Wenn wir drüber Wenn wir weggearbeitet drüber haben. weggearbeitet haben. Wenn das doch mal passiert, weil man vielleicht, mir passiert das manchmal, gerade wenn ich so auswärts bin und dem Pferd einen spanischen Schritt beibringe und ich merke, ah, das hat da total Bock drauf. Ich kriege heute schon 2 Schritte Polka hin. Und dann habe ich die 2 Schritte Polka hingekriegt und gebe mein Leckerli und quatsche und mache nochmal 2. Und dann merke ich, Matsch, du Das Idiot. reicht sich. Das war zu viel. Nächsten Morgen steht er nicht in der Bahn und hebt die Ja. Füße hoch. Dafür brauchst du leider, leider Erfahrung. Ja. Passiert mir aber als Profi auch tatsächlich immer mal. Ja, ich glaube, also das ist auch so dieses dünne Eis zwischen Demut und dem, ja, das kitzelt irgendwie, ne? Ich würde da gerne irgendwie und dann, also ich habe das eher, dass ich mich dann also wirklich des Öfteren dann ärgere darüber, weil dieser Punkt gekommen war, da hättest du aufhören können. Und eigentlich war es besser als gestern. Oder besser als überhaupt jemals. Und dann hat es einen gejuckt und ach komm, einer geht noch. Ne? Dann geht es nach Genau. hinten los. Ne? Dann Ja. hast du irgendein Ergebnis, das wolltest du gar nicht haben. Da kommt die Aber zu Frustration da früh vielleicht rein. aufgehört habe ich mich noch nie geärgert. Nee, zu Ja, früh. nee, also das geht Das mir mal passiert auch nicht schon. durch diese ganzen Erlebnisse auch, die man in der Hofreitschule des Öfteren ja sehen konnte, ist es einfach so, dass man da eigentlich immer ein gutes Gefühl über hat, zu sagen, boah, ja, nee, das war jetzt gut gewesen, da können wir aufhören. Ja, damit ist die Frage von Alexandra Rufil auch beantwortet. Ich mache mal weiter mit Manu und Amadi. Wie viel Abwechslung ist gut? Reiten, fahren, spazieren gehen, Bodenarbeit, Freiarbeit, Handarbeit. Das ist auch eine tolle Frage. Denn es gibt auch Leute, die verzetteln sich total. Die fangen da was an, fangen da was an, fangen da was an und das Pferd ist so, was kommt heute? Grundsätzlich ist es nicht schlecht, mit so einem Pferd, das sich an einen gewöhnen muss, erstmal eine Routine zu erarbeiten und zu gucken, pass auf, wir machen jetzt jeden Tag, bauen wir das auf und fangen immer gleich an und machen immer ein bisschen eine Tanzfigur mehr. Also stell dir vor, bist in der Tanzschule und da tanzt dir einer einen tollen argentinischen Tango vor und sagt, und morgen machen wir Walzer. So fühlt sich das an. Du hast das eine noch nicht kapiert und dann musst du schon dich ins andere einhören. Aber du musst dem Pferd schon die Chance geben, die Nuss zu knacken und dann zu sagen, hey, ich wäre neugierig auf was anderes. Und wenn du dann so einen alten Hasen hast, so einen 12-jährigen Halcon, der gelangweilt ist, wenn man 3 Tage hintereinander das Gleiche macht, dann musst du dir was einfallen. Also ich sag mal von deiner Reihenfolge, was du aufgeschrieben hast, Reiten, Fahren, Spazieren gehen, Bodenarbeit. Freiarbeit, Handarbeit, ja. Spazieren gehen muss dein Pferd nicht lernen. Du musst nur aufpassen, dass du ihm beim Spazierengehen keinen Blödsinn beibringst, nämlich am Halfter zu ziehen, am Strick zu ziehen, weil es fressen will und sich vom Fressen Vorhaben nicht mehr abbringen lässt. Das ist das Einzige, was beim Spazierengehen schief gehen kann. Oder dass das Pferd sich losreißt und nach Hause rennt. Ja? Die Konsequenz solltest du haben. Reiten und Fahren. Ich würde erst eins dem Pferd beibringen und dann das andere. Das sind zwei Dinge, die kannst du nicht gut miteinander vergleichen. Ja, denn beim Fahren wird das Pferd ganz anders bedient als beim Reiten. Da hat es keine Beine, da sitzt keiner drauf. Das wird anders vorbereitet, das Pferd. Ich würde erst dem Pferd das eine oder das andere beibringen und dann sagen, später wechsle ich dich dann damit in der Arbeit ab. Dann mache ich einmal die Woche, fahre ich mit dir oder zweimal und dreimal reite ich oder ich gehe einmal ins Gelände, wir machen zweimal Dressurreiten, einmal fahre ich dich, das ist alles gut.
Bodenarbeit könnt ihr eigentlich vom Reiten ja sowieso immer machen. Ihr könnt auch mal einen Tag sagen, ich mache heute nur Bodenarbeit. Das Du kann. meinst jetzt Handarbeit, ne? Ja, Handarbeit, ja. Hm. Also Handarbeit, hier steht auch Handarbeit. Ja, Steht Boden. auch Ja. Bodenarbeit. Das ist bei uns nicht so klar definiert. Es gibt Ja. andere, die machen das konsequenter. Okay, und dann kommt noch die Hm. Freiarbeit. Die Freiarbeit würde ich nicht während der Einreitzeit machen. Die Freiarbeit macht ihr nach der Einreitzeit. Das Einreiten ist ein ernsthaftes Thema, was das Pferd richtig lernen muss. Und ihr dürft immer eins nicht Es vergessen. muss da dulden Es muss lernen. dulden lernen und ihr dürft euch nicht in Gefahr bringen. Bei der Freiarbeit macht man vieles spielerisch mit dem Pferd. Und das Pferd kann das vielleicht, wenn es viel freigearbeitet wird, nicht gut verstehen, dass es jetzt plötzlich Dinge tun muss. Dinge dulden muss, die es in Denn, der Freiarbeit, denen es ausweichen kann. ja, macht das mal erst, wenn das Pferd vernünftig eingeritten ist. Und dann könnt ihr auch einen Tag die Woche Freiarbeit machen. Das Pferd wird das wunderbar zu unterscheiden wissen. Heute ist Freiarbeit, dann machen wir nur Handarbeit, einmal machen wir Fahren, dann reiten wir. Ach, Wir guck mal reiten ins hier. Gelände. Die Trabea Frenzel hat noch zur Routine was. Grundsätzlich ist es ja gut, eine gewisse Routine im Training zu entwickeln. Aber habt ihr auch Pferde, die sowas scheinbar unterfordert und eher langweilt? So nach dem Motto, das fragst du mich jetzt zum 100. Mal, das kann ich doch schon. Ja, natürlich. Es kommt auch ein bisschen drauf an, welches innere Bild du dabei hast. Wenn du sagst, so, jetzt mache ich dich warm und jetzt gehen wir einen Schulter rein. Ne? Dann ist das nicht Warmreiten. Dann ist das eine Lektion. Aber wenn du sagst, so hier schiebi, schiebi, drücke und so ein bisschen und so und das Pferd warm biegst in der Routine, ist das etwas, wenn du das etabliert hast, was du, auch wenn du, keine Ahnung, auf der Equitana einen Gastauftritt machst, beim Warmreiten, im Abreitezelt, alle rotieren, du gehst deine Routine und das Pferd wird sagen, das kenne ich. Ich weiß genau, was als nächstes kommt. Dankeschön, du gibst mir Sicherheit. Die Darum etablieren wir Routinen. Aber ab wann wir mit der Routine aufhören, das ist ganz unterschiedlich. Bei manchen nach einem Vierteljahr, bei manchen nach einem Jahr. Ja. So, wenn ich merke, jetzt langweile ich dich mit der Routine, ja, dann geht's los. Dann kommt das Verschieben durch die Bahn. Das ist so der nächste Schritt. Wenn ich jetzt, wir arbeiten fast nur auf dem Mittelzirkel. Ja, und dann geht's eben los, dann arbeite ich auf dem oberen Zirkel, unteren Zirkel, kleine Zirkel, große Zirkel, Zirkel in der Ecke, Zirkel hier, Zirkel da. So, dadurch breche ich ja schon die Den Routine. Schulter rein, Raumwehrübergänge. Ja, so, da passiert das ja schon. Und dann eben, dass ich auch sage, okay, ich kann ja auch nach einem Schritt galoppieren, ich muss ja nach einem Schritt nicht traben, wenn das Pferd galoppieren gelernt hat. Und da durchbreche ich die Routine und damit mache ich das Pferd dann Chris, wie aufmerksam. spät haben wir es denn? Wir haben noch 3 Minuten, dann ist die halbe Stunde rum. Ich Ja. würde gerne mit dem nächsten Thema schon nächste Woche anfangen, weil wir haben noch Sind noch 2 Seiten, ne? Ja. zwei ganze Seiten, die würde ich gerne, eins, zwei, drei, 2,5 Seiten, die würde ich gerne nächste Woche Dienstag machen, weil wir jetzt quasi so ein bisschen neues Kapitel aufschlagen. Gute Idee. Dann haben wir es für heute. Ich Okay. bedanke mich ganz herzlich für euer Ohr, eure tollen Fragen und freue mich schon auf nächsten Dienstag, wenn es dann wieder heißt, fragt die Krischkes. Danke, lieber Chris, danke, Wolfgang, danke euch Danke. Ich mache noch allen. ein bisschen Werbung. Wer Tschüss. Lust hat, kann am Wochenende gerne nach Bückeburg kommen. Wir haben Seminar, ganz tolles Thema, Aspirin der Reitkunst. Es geht um Seitengänge, also viele Dinge, die ihr heute gehört habt, in den letzten Sprechstunden gehört habt. Ja, könnt ihr euch live vor Ort mit ganz, ganz vielen Pferden und vor allem auch neuen Pferden, wie wir gerade gehört haben, Die anschauen. noch gar keine Seitengänge in ihrem Leben gesehen Ja, haben, das wird sehr spannend. aber schon richtig geritten sind, aber niemals darüber nachgedacht wurde, ob man das auch seitwärts kann. Ja, ganz spannend. Ja. Okay, in diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss. Schönen Abend Ciao, noch. ciao. Tschüss.